kaum ein Ende. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 27 unseres Let's Plays zu The Witcher 3 Wild Hunt hier bei Nerdner TV und hallo Kirby. Hallo, boah, ich bin auf einmal so schnell los, dass ich fast in meinem Tee verschluckt. Entschuldige bitte. Das war der Überraschungseffekt. Ja, wirklich. Alle haben mich verlassen. Alle haben mich verlassen. Wer ist das denn hier? Das sieht aber nicht mehr gut aus hier. Sind wahrscheinlich Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Mhm. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt in so einem Labor von so einem Magierturm? Der Typ, der angeblich Krankheiten züchtet. Genau, ja? Genau. Warum ist er denn bei denen zu Hause im Turm? Ist das nicht komisch? Die wohnt doch da, die Annabelle und der Vater. Ja, genau. Die haben, sind da ja hingekommen. Ja, aber das war ja andere. War nicht der Magier. Alle haben mich verlassen. Nee, aber der Vater mit der Annabelle, um da in Sicherheit zu sein. Ach so, ich dachte, die wohnt vor da dem schon Elend immer. Zu flüchten. Ach so, okay. Ah, guck mal. Guck mal einer an. Tagebuch, das lesen wir uns aber mal durch. Mhm. Wann hat dieser Albtraum das machen wir direkt. So. Gut. Na klar, muss man ja wissen, ne? Ja. Muss ja den Feind kennen. Von einem Magier zum anderen. Genau. Ja. Wenn man keine Arbeit beweisen konnte, nicht verstehen. So, schön. Okay, also der war auf jeden Fall bereit, Opfer zu bringen, um Krankheiten zu heilen. Unter anderem auch Menschenopfer zu bringen. So, hier hat doch irgendwas rot geleuchtet eben noch. Ja, da ist noch was im Regal. Jetzt müssen wir rüber alles mitnehmen. Ja. Timerischer Dolch, ein Schema. Alle haben mich verlassen. Und noch ein Tagebucheintrag. Alles direkt wie ein Schwamm saugt der Geralt das auf. Ich habe Ratten nie gemocht, das liegt weniger an ihren obszönen Schwänzen als vielmehr an ihrer lebhaften, verstörenden Intelligenz. Sie scheinen stets zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Oh, da hat er ja angefangen, mit denen zu reden. Okay. Könnte mir keine bessere Gesellschaft wünschen. Okay. Meine schwarze Ratte ist tot. Ich habe sie heute zusammengekrümmt im Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gut ernährt war sie auch. Seltsam. Aus medizinischer Sicht ist ihr Tod rätselhaft. Und ich muss eingestehen, dass dies den Gelehrten in mir irritiert. Aber ich erwähnte ja, dass ich Ratten nie gemocht habe. Okay. Kombiniere. Geht's da weiter hoch? Geht's noch höher. Eieieiei. Okay, da gehen wir aber jetzt nicht lang, wir gehen hoch. Sollen wir mal die Lampe wieder benutzen? Jetzt wird das immer noch angezeigt. Ja. Ja, dann. Vielleicht finden wir noch jemanden. Das ist auf jeden Fall mal beruhigend mit einer Lampe. Allein. Hier hinzugehen. Das können wir ja noch Licht ins Dunkel bringen. Ja, wortwörtlich. Oh wow. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Kann man so sagen. So, ist denn noch irgendwas? Kann man das denn aufmachen? Sieht nicht so aus. Entschuldigung. Auf der einen Seite, da ist irgendwo eine Tür noch. Aber, mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Steht da, ist das komisch, dass da immer noch steht, verwende die magische Lampe, um Kontakt mit Annabelle aufzunehmen. Das haben wir doch schon gemacht. Und wer ist denn der rote Gegner, der sich da bewegt? Ist das die Annabelle? Ist sie ein Gegner? Siehst du das? Nee, nicht so wirklich. Ich meine auf der Map. Das ist ein rotes Dreieck, ne? Ach so, ja, aber ich glaube, das ist, zeigt an, dass die Annabelle unter uns ist. Ja, aber rot ist normalerweise immer so ein Gegnerzeichen. Das hat mich irritiert, dass hier rot ist. Oh, guck mal, eine Kiste. Was sind wir denn hier? Aha. Hast du nur das Schema genommen? Nee, alles. Gut. Ja, das ist mein Weg, ha? Das wäre nichts für mich.
geht's auch nicht weiter. Boah, und da drückt ihn die Plauze weg von der Wand. Was ist hier da? Da kommt der Souls-Spieler in mir raus. Ja. Da muss man mal lang gehen. Boah, kann man das nicht zerschlagen? Man muss doch von der anderen Seite da dran kommen. Da war noch eine Tür. Oder mit so. Weißt du? Der hat doch so einen. Ach so. Zauber. Meinst du hier so ein. So ein Drück? Der ja. Ja. Die kinetische Druckwelle. Nee, das wollte ich nicht. Wie, das kann ich jetzt nicht tun? Na gut. Gut, dann ist auch so. Komisch. Nee, geht auch nicht. Komisch. Echt komisch. So, aber hier gibt's auch nichts mehr zu sehen. Nee. Wann hat dieser Albtraum ein Ende? Ja. Jetzt heul doch nicht die ganze Zeit, Annabelle. Ist doch gut. Ich muss zugeben, das war wirklich ein ekelhafter Tod, aber trotzdem. Jetzt ist mal Schluss mit heulen. Hilfst du mir jetzt? Du hast versprochen, mich nicht hier zurückzulassen. Ja. Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Und vor allem, wenn das wirklich so traumatisch war, wie die im letzten Teil beschrieben hat. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Du bist weird, Mädchen. Ja, ein bisschen. Aber ich meine wirklich, so wie die gestorben ist, kann ich das auch verstehen. So, jetzt müssen wir bringen Annabelle zu Graham. Das ist auch ein bisschen nett dafür, dass wir Knochen im Rucksack haben, oder? Ja, wir bringen Annabelle mal zu Graham. Ja, hey Graham, ich habe Annabelle mitgebracht. Schepper. Oder das, was von ihr übrig ist. Oh, was liegt da hinten? Ja, die haben ja noch gar nichts durchsucht, weil wir die ganze Zeit mit dieser doofen Lampe da rumlaufen. Genau, deshalb habe ich gedacht, komm, gehe ich jetzt mal mit meinen Hexersinn den Weg zurück. Ne? Genau, das hätte ich auch gedacht. Kann die blöde, dicke Ratte nicht mal oben bleiben? Ich finde Ratten so ekelhaft. Ja. Ich will ja nicht auf derselben Seite stehen wie dieser Typ mit den Experimenten oben, aber Ratten bin ich gar nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich Gedankenbeeinflussung benutzen soll bei denen. Ja, bei mir. Kannst du mich von meinem Trauma befreien? Hä? Da, Kiste. Das wirst du mir bitter bezahlen. Dass du leer bist. Leere Kiste? Ah, gut. Wie kann denn das passieren? Weiß ich auch nicht. Vielleicht haben wir die beim letzten Mal schon geplündert. Gibt's ja noch was. Gibt's ja noch Sachen zu sehen. Guck mal, es geht auch noch weiter runter. Blut. Wir haben viele ihr Leben gelassen. Genau, und hier waren wir auch noch nicht drin. Oh, da ist ja auch noch ein Geist. Hallo. Goll. Ja? Gold. Berge davon. Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Oh mein Gott. Das war eigenartig. Hätten wir das vorher wissen müssen? War das der Hexer? Also nicht Hexer, der Magier? Der den so erschrocken hat? Ja, wahrscheinlich, ne? Das hätte ich jetzt auch so gedacht. Ist ja halleiei. Ich überlege, ob wir die Annabelle nochmal konfrontieren sollen, aber das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee, ich glaube nicht, weil das jetzt, die Quest hat sich jetzt verändert. Na ja, gut, wir werden ja wahrscheinlich nochmal die Version von ihm hören. Von Graham? Genau. So, hier geht's raus wieder. Nee, noch tiefer. Wow. Ah, warte mal, da hat's doch auch gerade geklopft hier. Mein Gott. Wow.
Ja, da ist auf jeden Fall wieder was geistermäßiges. Die Reichen, ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir... Leute. Die Reichen, ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Na, ist denn du? Aber wirklich. Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Kratze. Und der Gestank. Wow, wir werden hier aber ordentlich versorgt mit Infos. Aber noch nicht so wirklich tragbare. Heißt das jetzt eigentlich, dass wir optional das nicht erfüllt haben? Weil wir die nicht gefunden haben da unten? Ich weiß es nicht. Wäre blöd eigentlich. Oh, da ist eine Kiste. Wo? Da. Rechts. Mal ganz kurz aus. Hinter dir. Da. Links. Entschuldige. Da ist sie. Velena Langschwert. Velena. Auch ein schöner Name. Velena Langschwert. Ach, ein Traum. Baumwolle. Naja, gut, okay. Wir sollten jetzt hier nicht zu viel. So drei leere Flaschen mit Döns. Wen interessiert das? So, was anderes scheint ja nicht hier zu sein. Nöp. Dann geht's wieder hoch. Jo. So, da war auch noch eine Tür. Die hier, ne? Abgeschlossen. Auch noch einen Schlüssel. Ha. Aber hier gibt es keinen Schlüssel. Da war was Rotes auf dem Tisch, glaube ich. Ja? Ah ne, das war nur roter Kiesel. Okay. Ne, hier scheint nicht wirklich was zu sein. Ja, die eine Tür noch, wo du gerade warst. Eine Glyphe haben wir gefunden. Ja, guck mal, ich glaube aber hier kann man nun wirklich rein. Ne, wir kommen von... Tatsächlich, ich dachte, wir kämen von höher. So. Gut. Was ist das denn da? Guck mal, das ist doch auch noch eine Hütte. Ich mal ganz kurz... Was ist denn da für eine rote Blutspur? Oder liegt da eine Leiche? Ey, warte mal. Kann ich gut machen. Doch. Was sie wohl hergeführt hat? Hunger oder Gier? Ach so, die haben wir aber schon, als wir kamen... Ah, okay. ...haben wir die schon... durchsucht. Ah, guck mal hier. Da ist auch noch eine Kiste. Wow. Geist. Was ist mit dir geschehen? So. Okay. Dann bringen wir auf jeden Fall jetzt mal das Ding weg, ne? Die Beine. Ja, jetzt müssen wir wieder einen Ausgang suchen. Da. Nee. Geht denn hier raus? Wieder verdammt. Doppelte Flöcke überall. Guck mal, was hier alles ist. Stammelfort-Staub. Und eine Kiste. Oh, ein makelloser Saphir. Den würde ich auch gerne mal finden. Ja, das stimmt schon. So, jetzt aber hier. Wir müssen hier raus. Den wollte ich schon immer mal haben. Hier stinkt es. Ich will hier weg. Und wir sind doch hier vorne reingekommen, oder? Also, ja, da ist ein Ausgang. Ist das wirklich ein Ausgang? Ja. Kann man da nicht runterspringen? Sieht jetzt nicht so unbezwingbar hoch aus. Gut gemacht. Ja toll, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Egal, außer sind da raus aus dem blöden Flockland. Ja, stimmt.
Können wir wenigstens auch wieder Plätze. Aber es ist eine Insel. Plätze kann man gar nicht schwimmen. Ich weiß, aber... Und der wohnt auf einer anderen Insel oder auf dem Festland. Ich bin mir nicht sicher, was die gesagt hat, aber auf jeden Fall nicht auf der Insel. Ja, in einem Fischerdorf. Ja, ne? Fischerdorf, genau, das war. Oh, komm, Plätze, tut mir leid. Kannst du ja gehen. Wir schwimmen. Wir schwimmen von hier aus. Wäre schön, wenn du noch so ein Wasserpferd hättest oder so. Ein Seepferd. Seepferdchen, genau. Es gibt auch in so einer Sage so Wasserpferde. Das ist irgendwie auch sowas. Ich weiß gar nicht, ob das auch schottisch ist. Kelpie heißen die, glaube ich. Da sagt man irgendwie, das sind so Pferde, die aus dem Wasser steigen. Oh. Und wenn ein Mann einmal die Mähne berührt, irgendwie, dann ist das, glaube ich, irgendwie zu einer Frau und der kann die nie wieder verlassen oder so. Das ist so ein bisschen so eine Nixengeschichte. Ja. Oder ein bisschen wie der Froschkönig. Ja, wo es ein Pferd ist. Ja. Und das. Was ist passiert? Man das Pferd nicht küssen muss. Aber wir sind die ganze Nacht durchgeschwommen. Ja, es war immer hell. Das war nicht gut für die Figur, es geht. Boah, ist aber wirklich für 4.39 Uhr morgens, ist aber tackhell. Na, Sonnenaufgang gerade. Ja. Wo ist er denn, der Sonnenaufgang? Ach, guck mal. Da, so sieht das nämlich aus. Oh, super. Was, wo denkt sich der Gerald hin und Röhmchen schwimmen. Das ist total gesund am frühen Morgen. Ja. Ah, guck mal, das Häuschen. Bitte lass es das sein. Ich will jetzt auch gar nicht gucken auf der Karte. Ich will es jetzt einfach wissen. Das ist es nicht, aber... Doch, das ist doch, es. Doch, das ist es wohl. Das hat dir den Umweg angezeigt. Muss ja nicht nass wird. Lass mich in Ruhe! Die lasst mich in Ruhe. Ich komme. Was geht die ab? Soldaten, die sollen den in Ruhe lassen, bestimmen. Ey, ich glaube, ich muss ja mal rein. Ja, aber wie? Aber wo? Oder was? Hier, geht's rein. So. Klopfen, der Gerald. Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab dir... Wer bist du? Ja. Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Mach's gut. Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich konnte sie nicht retten. Uiuiuiui. Soll ich das zuerst sagen? Ja, komm. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hat ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Uiuiui. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, wir sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle. Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Der Arme, ey. Junge. Soll ich das nochmal sagen? Ja, komm. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Ups. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber
Das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen. Oh nein, oh nein. Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben. Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich habe sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen. Ich hätte nie gedacht. Ja. Dich trifft keine Schuld. Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Falsch. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Gut. Der ist fast in Loch gefallen. Wir können ja schon sagen, dass wir den Fluch gebrochen haben. Also wird das wohl klappen. Oh Gott, oder? Oh Gott. Ja, der hat oh Gott, die Schüttel. Was passiert mit ihm? Junge, soll ich es beenden? Graham kriegt nicht mehr. Alter Schwede, ich glaube, wir haben ihn in Schock versetzt. Ja, das waren aber auch Neuigkeiten. Oh mein will aber Gott. Auch keiner wissen. Na gut, Alter, wir sind weg. Macht gut. Was? Was passiert hier? Der ist mit der Gesamtsituation sieht überhaupt Regen nicht aus. Super. Ha, es wird Regen geben. Tolles Kommentar. Meinst du, ist das kaputt? Keine Ahnung, aber das ist irgendwie noch ein Questpunkt, oder? Was ist denn da für ein... Eine gewöhnliche Geist. Sie ist eine Pesta. Und jetzt ist sie frei. Oh, Kacke. Ah, ich wusste es. Der Arme. Jetzt ist er tot, hm? Ja. Was hat der die Ratten in der Wohnung? Guck mal, was ist denn das hier? Kann man nur außen anmachen. Nee, da ist auch das Bild. Da. Ein Mädchen und geflochtene Blumen. Sieht aus wie ein kleiner Schrein. Ja, ein Schrein. Gibt es denn da jetzt eine Quest dazu, mit dieser Pest da, oder ist dort jetzt Geschichte? Also ich denke mal... Naja, also müssen wir mit Kira anscheinend sprechen, ne? So, guck mal ganz kurz, ob sich hier was getan hat. So, sag Kira, dass du den Fluch der Insel gebrochen hast. Ja gut, dann machen wir das mal. Gelle? Wie kommen wir denn jetzt zur Kira? Können wir da auch wieder schnell reisen, wenn wir auf die Map gucken? Guck mal, hier ist nämlich direkt ein Bötchen. Tja, vielleicht bringt uns das was, vielleicht auch nicht. So. Gut, dass wir die Quest aber direkt angewählt haben, ne? Ja. Oh, ja, nee, da bringt uns ein Boot. Doch, wohl doch. Guck mal hier. Oder guck mal, da sind auch direkt zwei Schnellreisepunkte. Neben dir und neben ihr. Echt? Mhm. Ja, guck mal. Obwohl neben mir. Ja, gut, aber da ist auch direkt einer. Bei ihr da oben. Ah, nee, wenn man jetzt rauszoomt. Also Boot probiere ich mal. Boot. So, komm her. Ach nee, das ist ja einfach nur mit dem Boot jetzt hier fahren, ne? Das machen wir trotzdem. Der braucht es ja eh nicht mehr. So. Das war ein schönes Boot. Genau. So, jetzt nach rechts. Nach rechts, ne, würde ich auch sagen. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Ja. Ja, wir müssen da rechts rum und dann müssen wir da in den Seeweg rein und dann nach rechts oben. Also einfach so rechts an der Küste lang, ne? Ja. Gut, das schaffen wir doch. Immer an der Wand lang. Das schaffen wir. So, komm. Auf geht's, Gerald. Zeig mal, dass ein Seemann an dir verloren gegangen ist. Dass er alleine ein Segelboot steuern kann. Enorm. Ja.
kann reiten, segeln. Das ist ein Mann für alle Fälle. Schwimmen. So, bin ja mal gespannt, was die Kira jetzt sagt. Hättest du das nicht wissen können? Genau. Das war ja sofort zu erkennen. Ist wieder alles versaubeutelt. So. Darf ich hier mit einer Pestilenzia hier rummachen? Aber nichtsdestotrotz mache ich mir jetzt noch den dritten Knopf von oben auf. Genau. Und dann nimmst du mal schön die Hand in meine Bluse, bitte. Genau, wo ist hier der Strauch, Kira? So, hast du gemerkt? Gerald ist schon schneller geworden. Dum, 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 dum. Oh. Jetzt wird es richtig hell. Guck mal, das ist hell. So. Wann kommt denn jetzt das Seeungeheuer? Irgendwann kommt doch. Irgendwann springt es über unser Boot und beißt uns das Segel ab. Ja, das wäre so cool. Da wäre ich der glücklichste Zuschauer der Welt. Oh, du rückst vom Mikro ab. Oh, Entschuldigung. So träumerisch. Ja, so idyllisch. Bleib bei mir. Ich bin wieder da. Ich quatsche wieder ins Mikrofon. Wir müssen uns mal ein bisschen aufrüsten. Ich möchte das Mikrofon an die Hemdbluse geheftet bekommen. Kann ich mich drehen und wenden, wie ich möchte. Okay, sollst du haben. Dankeschön. Ich möchte auch ein Haus, ein bunter Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Oh! Wir sind da! Ertrünkene! Ja, die mach ich jetzt platt. So, absteigen. Ist ja wunderschön eingeparkt, auch mit dem Unterboot. Ganz schön. Dankeschön. Komm, Gerald. Ab rein ins kühle Nass. Ja, ein Körper noch. Und dann kannst du auch ein bisschen drauf rumhauen, wenn du willst. Die gehören dir. Ja, hast du dir verdient. So, und geht dir. Vergesst den Zauber nicht. Ah, toll. Oh, falscher Zauber. Das ist der falsche. Ändere den Zauberer. Das ist der Schutzschild hier. Weiß ich doch. Genau. So. Und schwupp und schwupp. Schwupp und schwupp. Wuhu, Platz. Wenn du den verfolgst, dann musst du gleich nochmal zaubern. Nee, ich verfolge den nicht. Dann ist gut. Dann musst du es auch nicht. Wir sind da, Kira. Alter Waldschrat. So. Long time no see. Wahrscheinlich schon im Bett. Nein. Ach, da ist sie ja. Guten Tag. Gerald, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Die hat sich gar nicht mehr gemeldet, ne? Nö. Fand das mit den Ratten so ekelhaft, da hat die immer ihr Vektrophon weggeschmissen. Die anderen Sachen haben wir dich schon alles gefragt. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabelle, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Nein. Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pester. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Siehst du, wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, gute Arbeit zu sagen. Geht, ich würde die Pestler ja noch umbringen. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Ich habe 2 Tagebücher gefunden. Ja. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Na super. Auf Wiedersehen. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Wo juckt es denn? Und der wäre... Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt.
Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig. Also ich komme mir schon so ein bisschen wie ein Laufbursche für die ja, Frau, ne? Aber ich meine... bisschen niedere Arbeiten. Mach mal. Warum nicht? Kann die ihr Haus nicht verlassen, weil er dann die Nippel ab... Passiert was ist los? Ich sehe mich da mal um. Ich meine, die ist doch auch eine Hexerin. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Ja. Eine Hexe, ne? Ha. So. Gut. Quest abgeschlossen, na super. Karma-Punkte gibt das nicht. Was? Wer will ein Wort mit dir wechseln? Der Weidler. Der Weidler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weidler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das bist doch du. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Okay. Ja, komm. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weidler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Das Strangeschaft meint, er ist cool, also ist das cool. Genau. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Genau. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Ach, guck mal, zur Reuseninsel, das trifft sich ja. Desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Alright. Gut, Leute. See you at the Love Parade. Nee, nee. See you at the Ahnenfest, würde ich sagen. Genau, das machen wir. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.